Angetrieben vom großartigen Erfolg von Lokalmatador Marco Scheirer im Einzel, wollten die Österreicher beim Teambewerb beim Weltcup Montafon auch am Sonntag groß auftrumpfen. Gestartet wird in Vierer-Heats. Sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert, öffnet sich das Startgate für den Teamkollegen am Berg. Die ÖSV-Fahrer Hanno Duschan und Julian Lüftner mussten schon im Viertelfinale die Segel streichen. Die Vorarlbergerin Susanne Moll und ihre niederösterreichische Partnerin Maria Ramberger mussten sich im Halbfinale geschlagen geben und konnten im kleinen Finale Rang 7 herausfahren. Der Sieg bei den Damen ging an die beiden Italienerinnen Raffaella Brutto und Michaela Moioli, die im großen Finale noch alle drei Konkurrentinnen in einem spannenden Finish überholen konnte und anschließend überglücklich waren. It was a great final. In fact, I could overcome all the girls, and I arrived first because today in this course I feel very good, and also she's good, she's very good, and thank you, Raffi. I know that Michaela, she's very great, and I know that she can pass all girls because she's very strong, and in this. Course, she's very fast. Last day, she was the first time qualification. I know that she can do it. Der Vortagessieger Scheirer war gemeinsam mit dem Gaschurner Alessandro Hämmerle unterwegs. Die Paarung bestätigte die sehr gute Form, gewann beide Vorläufe, als Scheirer im Halbfinale ein Fahrfehler passiert und die Montafoner das Fotofinish verloren. Somit blieb der zweite Vorarlberger Erfolg bei den Snowboard-Cross-Rennen aus. Das Duo musste mit dem kleinen Finale Vorlieb nehmen. Dort zeigten dann Scheirer und Hämmerle wieder ihre Klasse und fuhren den Sieg sicher nach Hause, gleichbedeutend mit dem guten fünften Platz. Im großen Herrenfinale konnte sich ein wenig überraschen Deutschland 1 mit Konstantin Schad und Paul Berg von den Kanadiern und Italien 2 durchsetzen. Für die Deutschen ist der Sieg im Montafon eine Wiedergutmachung, denn im vergangenen Jahr sind nach dem Saisonauftakt über 50% des Teams ausgefallen. Für den Konstanzer Paul Berg war es überhaupt das erste